Ja, moin, herzlich willkommen. Gleich das zweite Kochbuch hinterher. Ich habe gerade schon das italienische gemacht. Video verlinke ich einmal. Und jetzt kommen wir zu Marvel Eats the Universe, das offizielle Kochbuch zum Marvel Universum. Und zwar beruht das auf einem YouTube-Channel, der mir gar nichts sagte, eben genau mit diesem Titel. Und der wird gekocht. Und ist tatsächlich der offizielle Marvel-Koch-Channel. Und es geht aber nicht darum, Essen aus Marvel-Serien zu kochen, das wäre, glaube ich, relativ ja, uninteressant, sondern es geht darum, Essen-Figuren zuzuordnen. Mal nach dem, was sie essen, mal aber was zur Figur passen könnte, zu dem Charakter der Figur. Und das ist ganz spannend. Das ist tatsächlich ein sehr nerdiges Kochbuch, aber es ist ein unfassbar kreatives Kochbuch und manchmal muss man schon ein bisschen überlegen, hui, traue ich mich das zu machen. Aber tatsächlich, in den meisten Fällen kann ich in diesem Essen auch die Figur wiedererkennen. Es ist ein schrilles Kochbuch, ein buntes Kochbuch. Man hat immer die Figur, man hat so einen kleinen Text zu der Figur, wie ja, wie man von der Figur zu etwas zu essen kommt und dann halt Zutaten, Rezept und wie man es noch anrichtet. Ich habe mir gleich Phönix, scharfes Hühnchen und Ei Oyakodon als erstes rausgesucht, weil ich habe das aufgeschlagen, dieses Buch, und dachte, eieiei, was ist denn das? ja, kann jeder für sich, würde ich nicht nachkochen, aber auch mit diesem Stern quasi oder mit diesem, ja, ist ein Stern. Es sieht wirklich witzig aus und ich kann einmal den Text zulesen, weil es das erste Rezept auch war. Damit man es versteht, ich blende das Foto des Gerichts ein und dann könnt ihr ja selber einmal entscheiden, wie ihr das findet. Dies war das allererste Rezept, das als offizielles Eat the Universe Video veröffentlicht wurde. Dieses bemerkenswerte Gericht ist vom Grundgedanken der Familie inspiriert, genauer von der Phönix-Persona von Jean Grey und von Cable, ihrem Stiefsohn aus der Zukunft. Oyakodon bedeutet übersetzt so viel wie Eltern und Kind, daher halte ich dieses Rezept für diese spezielle Marvel-Familie durchaus für passend. Zwar benötigt man keinen technoorganischen Virus, um dieses Gericht zuzubereiten, aber die richtigen Gerätschaften sollte man schon zur Verfügung stehen. Achtet darauf, dass ihr das korrekte Utensil zum Anbraten habt, damit ihr nicht in Flammen aufgeht wie mit der Phönixkraft. Ja, also tatsächlich, ja. So ein bisschen dieser Familiensinn, dieses Charakters und dieser Charaktere übernommen. Kleiner Comic-Stripe unten immer noch. Das ist aber tatsächlich hier noch relativ weit weg vom eigenen Figur. Da gibt es auch noch deutlich näheres Essen, auch was das Aussehen betrifft. Und da habe ich mir zum Beispiel noch den, kann schon wieder, es ist echt Namen, die sind ganz fies. Deadpools Chimichangitas rausgesucht und das ist dann schon Essen, was man dem Charakter auch direkt zuordnen kann, und wo sie sich dann auch den Witz machen und nochmal man den Charakter kurz auf dem Tisch hat in Form. Ja, man sieht es hier, also er ist auch quasi abgebildet und ja, auch kein Essen, was ich machen würde, aber es ist wirklich, es ist crazy. Dann sind wir bei Hulks Pailat Arrabbiata mit zermanschten lila Kartoffeln und eieiei, das ist einfach crazy. Aber tatsächlich, das ist, glaube ich, so ein richtig geiles Kinderessen. Diese Grün, also wenn sie nicht angeekelt wegrennen, aber das ist schon crazy. Diese grüne Soße auf der Hühnerbrust und dann dieser lila Kartoffelstampf. Aber man muss schon echt auch ja, kreativ sein dafür, denn dieser lila Kartoffelstampf, warum ist der denn lila? Er nimmt dieses grün-lila Farbschema von Hulk und sagt dann auch, lila Kartoffeln sind schwer zu kriegen. Und man kann auch rote Kartoffeln nehmen. Dann ist das eine kleine Hommage an Thunderbolt Ross, den roten Hulk. Also er ist wirklich sehr drin im Thema, das muss man einfach sagen. Es gibt wilde Rezepte, es gibt aber auch nicht so wilde Rezepte. Auch hier kann man durchaus einiges nachkosten. Thor's Hammer zum Beispiel ist einfach fantastisches Tomahawk-Steak. Sieht super lecker aus und ist dann natürlich eher so sinnbildlich vom Aussehen her. Also wie gesagt, das gibt es auch. Super lecker sieht aus. Rogues und schmeckt auch tatsächlich. Das kenne ich. Rogues und Gambits, rote Bohnen mit Reis, Kidneybohnen, Paprika, Sellerie. Aber ja,
Sieht einfach lecker aus. Man sieht die Zutaten immer auf den Bildern. Noch vielleicht nochmal, dass hier es wirklich um alles geht und nicht irgendwie, hier gibt es nicht einen strukturellen Sinn der Gerichte. Hier geht es um die Charaktere. Deswegen mittendrin der Black Bowls, Hals-WT, passend auch zum Charakter. Und dann wird es richtig crazy, denn dann gibt es hier Lockjaws, Hundekuchen, also tatsächlich für Hunde, mittendrin im Buch. Also auch da, ja, das ist einfach crazy, dieses Buch. Wirklich, weil die Gerichte auch einfach crazy aussehen. Der Dazzlers Pizza Bagel, diese Farben, unfassbar. Ja, also muss ich ein großes Kompliment aussprechen an den, der sich das ausgedacht hat, und an den Verlag, die sich das trauen, das rauszubringen. Die Joghurtschüsseln sehen einfach, also das kann ich jetzt einfach mal wirklich sagen. Die kosmische Bifröst-Joghurtschüsseln sind einfach fantastisch, sensationell. Ich halte es auch nochmal rein. Also das ist ein echtes Kunstwerk und das sollte jeder mal gemacht haben. Mit ein bisschen Obst, Snacks, alles auf einen Teller und da hat man ein Highlight seinesgleichen, wenn Gäste kommen. Und ich beende das mit einer Kürbisbombe vom Green Goblins Kürbisbomben. Auch wieder ein schönes Bild, die gibt es wirklich in den Comics und sieht auch einfach sensationell aus. Und es ist schwer, dieses Buch. Also, hat man es auch gemerkt, es fällt schwer, hier so eine Tiefe reinzubringen. Irgendwie, diese Rubrik ist super und diese Rubrik. Es gibt keine Rubriken, das ist einfach völlig wild gemischt. Aber jetzt gerade zum Ende hat man es, glaube ich, ganz gut gesehen. Das sind einfach fantastische Rezepte, vor allen Dingen im letzten Drittel, was Kreativität angeht, was Aussehen angeht und was auch Gastgeberfreundlichkeit. Ich glaube, gerade mit den Hinten kann man echt punkten, wenn da Leute kommen, weil die denken, wow, das sieht einfach fantastisch aus. Es gibt aber auch Gerichte, wo ich denke, eieiei, wie kann man das bloß machen? Aber so als richtiger Marvel-Nerd, glaube ich, kann man hier eine Menge Spaß haben. Aber das ist wirklich ein Buch, während ich das, was ich hier vorgestellt habe, jedem empfehlen kann, der italienische Küche mag. Kann man das ja aber nicht sagen. Es kommt aus der ganzen Welt, die Gerichte. Das ist ein absolutes Fan-Kochbuch. Oder man ist wirklich ein kreativer Koch und denkt, oh, coole Ideen jetzt. Dann ist man hier richtig. Ja, das kann ich so sagen. Vielleicht guckt ihr ja auch einfach den YouTube-Kanal an. Ich versuche den auch nochmal entweder zu verlinken oder einzublenden, dass ihr ihn einmal seht. Und ja, der Mann ist wirklich cool. Das kann man einfach mal sagen. Und auch ein super Fan. Also super Fan. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen guten Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht. Hoffe, wir sehen uns hier bald wieder. Und ja, sage auf Wiedersehen. Tschüss.